Tontest, 1, 2, 3, Ton läuft. Hoppala. Hups. Hups, was ist da passiert? Darum geht's heute aber nicht. Genau, es geht heute nicht um ein Furzkissen, sondern es geht heute um das es geht um das Thema es geht um das Thema nicht Muskelschmerzen. Es geht ums Thema Muskelkater. Muskelkater ist doch immer wieder kontrovers in der Diskussion. Aufmerksame Zuschauer haben es gerade mitbekommen, dass ich zwei Fremdwörter benutzt habe. Kontrovers. Was habe ich noch gesagt? Das habe ich schon wieder vergessen. Diskussion. Oder Furzkissen nicht. Auf jeden Fall, darüber wird immer häufig diskutiert. Das Thema zum Beispiel No Pain, No Gain. Also man muss einen gnadenlosen Muskelkater haben, ansonsten war das Training nichts wert. Dazu habe ich eine Aussage, und zwar folgende Aussage. Muss man tatsächlich eine Mauer erst abreißen, um sie danach wieder aufzubauen? Nein! Man kann immer obendrauf noch ein Stückchen Stein draufsetzen, noch ein bisschen was, noch ein bisschen was. So, das bedeutet folgendes. Muskelkater sind ja sogenannte Mikrotraumen entlang der Muskelfasern. Jetzt gehen wir mal ganz tief in die Biochemie. Also ihr habt hier so ein sogenanntes Myosinköpfchen und dieses Myosinköpfchen kann sich so bewegen von rechts nach links. Und wenn die mal abreißen, dann ist natürlich hier Muskelkater angesagt. Warum? Weil dann ein Entzündungsprozess entsteht und dieser Entzündungsprozess tut Schweine weh. Folgendes. Wenn jemand, der ins Krafttraining einsteigt, Muskelkater bekommt, ist das zwangsläufig normal in den ersten 1 bis 2, vielleicht auch noch 3 Wochen. Wenn jemand schon jahrelang trainiert und hat jedes Mal wieder einen massiven Muskelkater, unter massiven Muskelkater verstehe ich, dass dieser Mensch nach dem Training oder einen Tag später, was die Bewegung anbetrifft, so ein bisschen steif aussieht, unkoordiniert aussieht, sich nicht richtig hinsetzen kann, dann würde ich ihm unterstellen, dass das, was er da trainiert hat, entweder völlig überzogen war oder, jetzt wird es interessant, jetzt genau zuhören, dass der exzentrische Bewegungsablauf viel zu schnell und viel zu unkontrolliert ausgeführt wurde. Für alle, die jetzt mit exzentrisch nichts anfangen können, ist es ganz einfach. Wenn wir Bizeps machen, okay, dann ist das hier der konzentrische Bewegungsablauf und das hier, jetzt in meinem Fall, der kontrollierte exzentrische Bewegungsablauf. Es geht eigentlich auch andersrum, das hier, boom, pam, das ist ein unkontrollierter exzentrischer Bewegungsablauf und meistens reißen Muskelfasern ab im unkontrollierten exzentrischen Bewegungsablauf. Warum? Weil der Muskel kann sich etwas schneller anspannen wie entspannen. Also unterstelle ich jedem, der als Fortgeschrittener, was guckst du so? Das ist doch auch bei Kniebeugen, wenn man so sich richtig schön runterfallen lässt. Ne? Richtig. Und zwar, wenn man bei der Kniebeuge, ich sage dazu in dem sogenannten Leerlauf, Handbremse auf, runterfallen lassen und gleich wieder hoch. Das erinnert mich schon wieder ans Furzkissen. ja, mach das Furzkissen weg. Das lenkt mich total ab. Und jetzt bin ich so out of order. Jetzt habe ich es in die Hände, jetzt hat das in die Hände genommen. Also Freunde, wenn der exzentrische Bewegungsablauf, dieses Geräusch, wenn der exzentrische Bewegungsablauf, wenn der unkontrolliert ausgeführt wird, dann führt es dazu, dass der Muskelkater die Hand hochhebt und sagt, Kollege, ich bin da und ich bin aus dem Grund da, weil du Scheiße gebaut hast. Also Anfänger dürfen Muskelkater haben, 1, 2, 3 Wochen. Fortgeschrittene können Muskelkater haben, wenn sie zum Beispiel mal eine Woche oder zwei ausgesetzt haben. Oder wenn sie eine neue Übung machen, die sie noch nie gemacht haben, dann ja. Wenn aber Fortgeschrittene und langjährig Trainierende immer wieder, obwohl sie regelmäßig trainieren, Muskelkater haben, dann stimmt da was nicht. Dann ist die Bewegungsausführung völlig daneben, völlig schräg. Also, Muskelkater ist kein Indiz für ein qualitativ hochwertiges Training und es ist kein Indiz, dass jetzt die Trainingstechnik und die Trainingsqualität besonders hoch war, sondern genau das Gegenteil. So, jetzt folgen wir das nochmal. Habe ich gerade schon erwähnt.
Wenn jemand jetzt schon seit Monaten und seit Jahren trainiert und er macht zum Beispiel für die Beine Kniebeuge und Sumo-Kniebeuge, Beinpresse, Beinbeuge liegen und Strecker. Und er macht dann das erste Mal in seinem Leben die sogenannten Ausfallschritte. Oder er macht das erste Mal in seinem Leben die Bulgarian Squats. Dann wird er auch Muskelkater haben. Warum? Weil in der Regel er die Übung das erste Mal ausführt und da ein Bewegungsablauf entsteht, der sonst nicht entsteht. Nummer 1. Nummer 2. Ihr müsst mal ganz genau beobachten, in welchen Muskelgruppen man in der Regel am häufigsten Muskelkater bekommt. Und zwar in den Beinen in der Regel und im Trizeps und in der Brust. Da ist meistens der Muskelkater relativ hoch. Warum? Wo entsteht zum Beispiel eine Brustmuskelkater? Bei einer ganz großen Bewegung im exzentrischen Bereich, pass mal auf, großer exzentrischer Bewegungsablauf, ganz tief. Und dann langer Kontraktionsweg. Bei der Übung entsteht auf einmal Muskelkater. Warum? Weil die Muskelfasern ganz lang vorgedehnt werden. Exzentrischer Bewegungsablauf ist riesengroß. Bei den Beinen, warum kriegt man bei den Beinen immer so viel Muskelkater? Die meisten Menschen sitzen den ganzen Tag. Also befindet sich unser Bein in einer bestimmten Stellung. So, Unterschenkel gerade, leicht nach hinten, Oberschenkel waagerecht und leicht nach hinten gekippt. So, das ist die Dauerstellung. 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden. Warum? 8 Stunden, 9 Stunden Büro, eine Stunde Auto fahren, abends noch Sofa. So, und dann gewöhnt sich der Muskel genau an diese Stellung. Und jetzt kommen wir und machen eine Kniebeuge. Der Muskel hat sich vorher an diese Stellung gewöhnt, jetzt machen wir eine Kniebeuge und der exzentrische Beweg ist ganz lang. Und dann passiert Folgendes, die Muskelfasern können das hier langsam gleiten und wir kommen dann auf einmal mit dem hier. Und das führt eben zu Mikrotraumen. Und diese Mikrotraumen, dieser Muskelkater, der tut so weh. Warum? Weil es ein Entzündungsprozess entsteht. Und jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, was macht man, wenn man Muskelkater hat? Da darf man auf gar keinen Fall trainieren. Nein, man muss stocksteif sitzen bleiben, sich bloß nicht bewegen. Das stimmt so nicht. Und zwar zwei Tipps. Wenn ihr wisst, es könnte Muskelkater morgen kommen, dann könnt ihr am gleichen Abend schön heiß baden, durchblutungsförderndes Bad oder auch extrem heiß duschen. Ins Bad vielleicht sogar noch so ein bisschen durchblutungsförderndes Mittel rein, so ein Erkältungsbad oder so irgendwas. Einmal die Möglichkeit, präventive Vorbeuge, dass am nächsten Tag der Muskelkater so stark ausfällt. Und jetzt kommt's, sensationelle Neuigkeit, am nächsten Tag trainieren. Mr. T hat erklärt, man darf nach dem Muskelkater trainieren. Spinnt denn der? Nein, der spinnt nicht. Und zwar, erstmal kommt es darauf an, was ihr trainiert und wie ihr trainiert. Natürlich soll man am nächsten Tag, wenn man einen Tag davor intensiv trainiert hat, nicht wieder Kniebeuge mit 150 Kilo machen, sondern einfach nur Kniebeugen machen. Am besten mit Körpergewicht. Am nächsten Morgen 2 Sätze Kniebeuge, 2 Sätze Ausfallschritte, vielleicht auch 2 Sätze Bulgarian Squats. Ganz tief, langsame Bewegungsausführung, leichtes Gewicht, nur Körpergewicht und 10 Wiederholungen fertig. Und dadurch werdet ihr einen wesentlich kleineren Muskelkater bekommen. Warum? Weil der Körper in der Lage ist, entzündungshemmende Stoffe zu produzieren. Und die sorgen dafür, dass der Muskelkater etwas geringer ausfällt. Und ich kann euch garantieren, da seid ihr dankbar darüber, wenn der Muskelkater echt geringer ausfällt. Weil ich hatte tatsächlich auch hier schon Anrufe mein Coaches, die sagen, Andreas, ich muss ins Krankenhaus. Und ich, mit was? Ja, ich habe gestern trainiert und ich muss heute ins Krankenhaus. Dann sage ich, warum musst du heute ins Krankenhaus? Ich kann nicht mehr laufen. Dann sage ich, lass mich überlegen. Hast du auf der zweiten Seite den Abschnitt gelesen, Nummer 5? Hast du in deiner E-Mail ganz unten, kurz bevor ich mich verabschiede, den Abschnitt gelesen? Was steht da? Da steht drin, dass du als Neueinsteiger in der ersten Woche maximal 50% von dem machen sollst, was auf dem Plan steht. In der Woche 2 75 und erst in der Woche 3 gehst du auf 100%. Hast du das gelesen? Nein. Dann bist du selber schuld. Dann musst du jetzt mit dem Muskelkater leben. Aber dieser Muskelkater wird dich nicht umbringen. Der einzige Muskelkater, der einen wirklich umbringen kann, kennt ihr den? Wer weiß es? Es ist kein Muskelkater. Es gibt einen Muskelkater, der einen umbringen kann. Ein normaler Kater. Ein normaler Kater auch. Der tut auch weh. Aber es gibt einen Muskelkater, der kann so bewegungseingeschränkt sein. Und zwar, das ist, wenn Menschen das erste Mal Waden trainieren,
Ja, ganz böse. Ganz, da kann man schon. Und zwar. Ich habe sie ja jeden Tag. Genau, dann. Pass auf. Wenn der Fuß, wenn wir laufen, läuft der Fuß ja und rollt sich ab, der Fersen geht hoch und der Fersen geht wieder runter und wenn der Boden kommt, steht der Fersen auf, okay? Aber wenn ihr an diese Wadenmaschinen geht, wo der Fersen hinten tiefer runter kann, was passiert da? Der exzentrische Bewegungsablauf ist extrem lang, da kommen wir normalerweise nicht hin. Und was passiert? Die Muskelfasern werden ganz, ganz, ganz weit im exzentrischen Bewegungsablauf gedehnt und dann reißen die ab. Und am nächsten Morgen liegst du im Bett ganz entspannt, denkst, ah, es ist morgen. Und du willst versuchen, auf die Füße zu stehen und du brichst erstmal komplett zusammen. Dann lag es nicht an meinem Plan, sondern es lag daran, dass du es nicht gelesen hast und dass dir bewusst sein sollte, wenn du so eine Übung machst und nie gemacht hast, Vorsicht. Auf Schwäbisch, Obacht. Aufpasse. Hast du noch diese Karte, Aufpasse? Oh, die Aufpasse-Karte, die finde ich nicht mehr. Oh, scheiße. Die ist scheiße, die war nämlich richtig gut. Hey, die drückt man nochmal neu. Lass mal drauf, Aufpasse ist nämlich wirklich Aufpasse. Aufpasse, Vorsicht. Furz. Vom Furzkissen haben wir noch ein paar Outtakes. Vom Furzkissen, das war so, dass wir nicht genau gewusst haben, wie das Ding funktioniert und wir haben ein bisschen getestet. Freunde, das war's zum Thema Muskelkater von Andreas Trienbacher, bekannt auch als Mr. T. Und ich würde sagen, wenn du jetzt gerade da vor deinem Apparat sitzt und dein Private TV anschaust und sagst, ich brauche einen Coach, würde ich sagen, ich kenne da jemanden, der kann das hervorragend. Und jetzt noch was, das war gerade eben ein Pitch. Wisst ihr, was ein Pitch ist? Ein Pitch ist, wenn ich mich anbiete, wenn ich mein Angebot anbiete, wenn ich mein bestes Wissen dir verkaufen möchte. Also wenn du Interesse hast und du sagst, ich will wissen, wie es geht, und in Bemerkungen draufklicken, da kommst du genau dahin, wo alle Infos sind. Von Mr. T aus Karlsruhe. Mach's gut, bis bald. Mach's soweit. Bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Kurzer Tontest? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ich hab meinen Film schon. Fokus, ja, filmt. Okay, also. Bist du weit? Gut. Was war denn das? Scheiße! Kaputt? Probieren wir nochmal. Kleiner Ton das noch? 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kartoffelbrei. Läuft? Läuft. Okay. Ton passt. Das Ding schon am Arsch, oder was? Im Arsch ist hoffentlich nicht. Ah, da ist so ein Metallding. Ja. Das muss, glaube ich, oben sein. Ah. Nicht so? Guck mal so. Warte mal, ich mache mal einen Test. Alter. So. 1, 2, 3, Kartoffelbrei, Tontest läuft. Ton läuft, Kamera läuft und... Oh, fuck hier! Was ist das für ein Scheiß? Die schneide ich am Ende rein.